Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Far Cry New Dawn. So, meine Freunde, wir haben in der letzten Folge unser Inneres besiegt. Und Joseph hat hier in New Aden quasi seinen Sohn abgesetzt, denn der ist tierisch beleidigt, das ist unser Pastor. Und der Typ da, weiß auch nicht, der kommt mir sehr suspekt vor. Gut, wir werden jetzt mal mit Joseph reden und gucken, was er für uns hat. Bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unser Hirte sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh. Und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Du hast dieses Land so gemacht, wie es jetzt ist. Judge. Du kommst, um deinen Leuten zu helfen. Bewundernswert. 10 Vorteilspunkte erhalten. Na, Halleluja. Na, dann gucken wir doch mal. Vorteile. Oha, was ist das hier? Glaubenssprung. Geist, halte C gedrückt, um vorübergehend schwer von Menschen auffindbar zu sein. Verbraucht Edens Geschenk. Jezorn. Halte Z gedrückt, um vorübergehend Geschwindigkeit und Nahkampfschaden zu erhöhen, den erlittenen Schaden zu verringern und nicht mehr niedergeschlagen werden zu können. Edens Berührung. Takedowns füllen Edens Geschenk und deine Gesundheit wieder auf. Die Opfer werden automatisch geplündert. Erhöht die Regenerationsrate von Edens Geschenk. Wir haben 13 Punkte. Dann werden wir mal den Glaubenssprung lernen. Und werden noch Punkte sparen, damit wir das hier machen können. Okay, was haben wir denn hier noch? Haben wir 3 Punkte mehr Nahkampfwaffen? Mehr schwere Munition, Geschicklichkeit. Wir sollten mal gucken, dass wir das alles irgendwie aufs Maximum bekommen. Naturliebhaber. Okay. Erworben. Kosten 6 Mechaniker. Schlösser knacken. Haben wir eigentlich. Verdeckt. Also ich meine, wir haben da noch wichtigere Sachen jetzt. Wo wir lernen können, wie zum Beispiel das hier und das hier. So, jetzt heißt's wieder sparen. Ohne Hilfe von außen hätten wir Prosperity verloren. Wir sind alle Sünder. Ja. Ethans Sünde ist Hochmut. Es gibt okay. Etwas tief in seinem Innersten, das keines meiner Worte. Jetzt gucken wir mal in unser Logbuch rein. Expeditionen. Keine Story-Mission im Moment. Außenposten. Ich mache mir Sorgen. Wunderbar. Also, wir gehen hier mal direkt weiter. Wir sind jetzt hier quasi. Und
Wir sollten mal nach Prosperity reisen. Und zu schauen, ob wir Prosperity nicht aufrüsten können. Bevor wir weitergehen und Prosperity ausbauen. Okay. Danke. Da haben wir wohl eine Mission bekommen. So, hallo Raph. Schön, dich wiederzusehen. Gut, dass du zurück bist, Captain. Du hast Joseph Seed auf unsere Seite geholt. Genau wie früher. Ich hoffe, du hast keinen zu hohen Preis dafür gezahlt. Oh, wenn du wüsstest. Du hast dich verändert. Aber jetzt, da New Eden die Highwaymen angreift, müssen die Zwillinge einen Krieg an zwei Fronten führen. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir haben gute Arbeit geleistet in Prosperity, aber das reicht noch nicht. Sie sind der Schlüssel, um Prosperity wieder aufzubauen. Wenn erst alles auf Hochtouren läuft, können wir es mit Mickey und Lou aufnehmen. Und während du dich um die Anlagen kümmerst, leiste ich etwas Aufklärungsarbeit. Mal sehen, ob wir uns nicht tiefer in ihr Gebiet vorwagen können. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Alles klar. Rette alle Spezialisten. 4 von 5. Also pass auf, wo du hingehst. Uns fehlt noch ein Spezialist. Die New Edener haben sich seit dem Kollaps friedlich verhalten. Ich traue ihnen trotzdem. Alles klar, dann werden wir das jetzt mal machen. Und zwar holen wir Sharky. Und werden hier auch gleich noch diese Schatzsuchen hier machen. Ich würde aber erstmal sagen, wir gehen hier hin. Hier zur Hohe Kunst, ja. Und arbeiten uns da vor. Und ja, so denke ich mal, wird das gar nicht verkehrt laufen. Wir gucken uns jetzt mal hier noch die Schatzsuche an. Und der Pastor? Pastor? Pastor, du bist da. Ja, okay. Wie weit ist es denn weg? 1000 Meter. Dann nehmen wir uns ein Auto, komm. Was können wir uns denn hier leisten? Landfahrzeuge. Haben wir noch gar kein Auto gebaut. Rang 3 können wir noch nicht. Also diesen Traktor würde ich nicht gerade nehmen. Oh, das ist mir ein bisschen zu klobig. Nimm mal den hier. Und zack. So. Beine sind dankbar für eine Pause. Also, dann geht's los. Eieieiei. Ja, man sieht fast nichts. Das war keine so gute Idee, dass wir das Auto da nehmen. Ja. Nehmt doch mal eine Waffe in die Hand. Geh mit Gott! Oh oh. Du wirst mir jetzt nicht explodieren hier, oder? Mal reparieren schnell. Da los. Gott will dich heute noch nicht sehen, Jerome. Bin drin. Oh, zum einen befreiten Außenpass. Naja, da ist er hier, ne?
da nicht rein, oder was? Gut, dass wir diese Werkstatt erobert haben. Und gucken wir mal, ob man einen anderen Weg hier rein findet. Autsch. Die müssen sich jetzt wohl einen anderen Ort suchen. Gucken wir mal, dass wir hier einen Weg rein finden. Hier zum Beispiel. Also diese großen, unhandlichen Kisten, ey. Einatmen, anhalten, denken, ausatmen. Scheiße! Da wird geschossen! Was war das? Was ist denn da los? Aber hier sind wir auch nicht so richtig. Komm, mal rein hier. Da steigst du ein oder nicht? Wir müssen gucken, dass wir das hier wieder rauskriegen. So, da sind wir wieder draußen. Jetzt gucken wir mal, dass wir von der anderen Seite reinkommen vielleicht. Mann, also gut, lassen wir das. Das war ja jetzt echt gemein, ey. Das war mal richtig gemein. Wo ist denn jetzt der Truck? Egal. Gut, dann auf zur Schatzsuche. Zack, geh mal zu Fuß. Was soll's? Sind ja bloß ein paar Meter. Mal schauen. Oh, guck mal. Da. Ja. Nee, keine Lust jetzt mehr auf LKW-Kaper. Was? Ich will mich jetzt da nicht aufhalten. So, rüber da. Vorratslieferung, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ich möchte jetzt zu dieser Schatzsuche. Da ist das Flugzeug. Und schmeißt's ab. Hier. So weit weg. Ach du grüne Leine. Also komm, das holen wir uns. Was ist das für ein Kerl? Bleib von der Lieferung weg, ich sag's dir.
So. Auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße. So, dann mal los hier. Ja, viel geschafft haben wir jetzt diese Folge nicht, aber dafür für die letzten paar Folgen. Aber egal, wir gehen weiter hier weiter. Und gucken, dass wir rüber zu der Schatzsuche kommen. Und wissen, was das ist. Ein Tigerfisch kann man hier angeln, alles klar. Habe ich aber auch schon in Far Cry 5 gehasst, das Angeln. Nee, nee. Oh, 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 dicker, dicker Bison. Bleib bloß weg, ich sag's dir. Bleib weg. Nur weiter. Ja, wir werden diese Folge jetzt noch zu dieser Schatzsuche laufen. Und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es heute Abend einen Livestream, dann werden wir das dann im Livestream weitermachen. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Das müssen wir mal schauen, wie es läuft. Mutita Elite, wie soll. Ach du Scheiße, aufpassen, ist bestimmt der hier. Bestimmt. Bleib bloß weg. Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Nee? Wir sind gleich da, Pastor. Kannst dir schon mal beten. Ja, da wäre eine Brücke gewesen. Wir nehmen aber den kürzesten Weg und schwimmen durch. Na, auch mal schauen. Vielleicht schaffen wir ja noch die Schatzsuche. Mal schauen. Jetzt vorsichtig. Oh, ich höre es schon. Alter! Okay, gucken wir mal, lesen wir mal durch, was da steht. Highwayman-Notiz. Leute, Meister Zidon hat es selbst gesagt. Er hat diese Werkstatt eingerichtet, um unseren Körper und unseren Geist zu trainieren. Wenn wir als Künstler auch nur halb so gut werden wollen wie er, müssen wir auch so handeln wie er, ohne Ausflüchte. Also hört auf zu jammern, wie schwer alles ist und rein in den Vorratsraum. Sei doch einfach dankbar dafür, dass wir alle von ihm lernen dürfen. Okay. Zions Atelier. Müssen wir mal schauen, da muss es also irgendwo einen Eingang geben. Ja, bitte. Ausgeschaltet. Feuer! Zurück! Zurück!
Okay. Okay, da hängen wir. Jetzt sind wir hier drinnen, alles klar. Ich hasse Feuer. Was denn? Wo? Okay, wie kriegen wir jetzt denn das Ding da? Lass mal hier alles plündern, solange es noch geht. Da können wir was lesen. Das sind. Da müssen wir rein. Was ist das hier? Okay, warte mal. Und hier? Ist es da offen? Alles klar. Ich verstehe es bloß nicht ganz. Was steht denn da? Moment. Notiz des Praktikanten. Hey Leute, irgendwer muss mal oben das Ventil rumdrehen, damit ich in den Vorratsraum komme. Ich habe mir beim Versuch, über die Seilrutsche reinzukommen, beide Schienbeine aufgerissen. Und Meister Zielon meinte, es ist okay, um Hilfe zu bitten. Also denkt ihr nicht daran, mich zu verpetzen. Oben? Naja, gehen wir mal hoch. Gibt es da noch was, wo wir drehen müssen? Ja komm, das machen wir fertig. Hier. Guck an. Kommen wir da irgendwie hin? Von der anderen Seite irgendwie hin? Über das Auto. Nein. Ah, jetzt sind wir wieder unten. Okay, nochmal probieren. Ja, geben das so schnell nicht auf. Irgendwie mit dem Auto. Und tucken. Und durch. Okay. Dann haben wir es wohl geschafft. Ja, die hohe Kunst. Aha. Perfekt. Dann sacken wir mal alles ein, was hier so rumliegt. Haben wir uns wohl verdient, ja? 3 Vorteilspunkte erhalten. Schloss knacken. Auf geht's. Zack, und her damit.
Wunderbar. Da sind noch Zahnräder und dann hören wir uns auch dann zu guter Letzt das Tape hier an. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben das hier erobert. Also, wir haben die Schatzsuche erfolgreich abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und mich gerne auch abonnieren, wenn ihr nichts weiter hier verpassen wollt. Ich bedanke mich mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis heute Abend. Ciao, ciao.